Dynamik-Tutorium. Ich habe 4 Balken. Einen horizontalen Balken der Länge L1, vielleicht 3 Meter. Einen schrägen Balken der Länge L2, gleich 3 Wurzel 2 Meter. L3 ist die Wurzel aus 3 Quadrat plus 4 Quadrat. Das sind 5 Meter. Und L4 sind gerade 4 Meter. Jetzt soll ich die Masse M1 ausrechnen. Das ist diese Masse hier. Und die Massenbelegung ist gegeben. Die horizontalen Balken haben 0,6 Tonnen pro Meter, ist M1 genannt. Das heißt, die Masse M1 ist gerade M1 mal L1 halbe. M2, das ist die Masse hier, ist M1 mal L1 halbe plus M2 mal L2 halbe. Dann haben wir die Masse M3, das ist M2, Massenbelegung des schrägen Balkens, 1,1, mal L2 halbe plus M2 mal L3 halbe. Und dann haben wir die Masse M4, das wäre die Masse M3, das wäre die Masse M4. Da habe ich also im schrägen Balken L3 halbe und im horizontalen Balken L4 halbe. So, und M5 interessiert eigentlich keinen Menschen, weil sie sich nicht bewegt. Und das wäre M1 mal L4 halbe. So, da kommen dann also im Prinzip raus 0,9. 3,233, 5,083, 3,950 und 1,2. So, dann hat das System 3 Freiheitsgrade. Wegen dem EI bekomme ich ja in dem unteren Balken im Prinzip hier eine solche Verformung. Das heißt, wir haben im Weggrößenverfahren einen Startdrehwinkel und deswegen kann ich die Einspannung 5 durch ein Lager ersetzen, ein Festlager. Ich habe also insgesamt 1, 2, 3, 4 Balken und jeder dieser 4 Balken hat 3 Freiheitsgrade, weil ich ihn horizontal verschieben, vertikal verschieben und drehen kann. Dann habe ich 2 Lagerreaktionen in 5. Und eine in 1. Und dann habe ich 3 Gelenke, die jeweils 2 Kräfte übertragen. Und damit haben wir 3 Freiheitsgrade nach Abzählkriterium. Das sind die Freiheitsgrade R1, R2 und R3, die eingemalt sind. Also die vertikale Verschiebung des Knotens 2, die horizontale Verschiebung des Knotens 2 und die horizontale Verschiebung des Knotens 3. Jetzt habe ich also im Prinzip 3 Ketten. In der Kette 1 gilt R1 ist gleich 1, R2 ist gleich 0 und R3 ist gleich 0. In der kinematischen Kette 2 ist R1 gleich 0, R2 gleich 1, R3 gleich 0 und in der kinematischen Kette 3 ist R1 0, R2 0 und R3 ist 1. Um die Xis auszurechnen, setze ich also an jedem Stab. Ich habe die Stäbe durchnummeriert. Im Uhrzeigersinn setze ich die Dinger an. Xi 4, Xi 3, Xi 2, Xi 1. Und jetzt will ich erstmal R1 ausrechnen. Wenn ich R1 ausrechnen will, das ist die vertikale Verschiebung vom Knoten 2, gehe ich von Knoten 1 raus und sage, das ist 3 Xi 1. Wenn ich R2 ausrechnen will, die horizontale Verschiebung von Knoten 2, kann ich nicht von Knoten 1 ausgehen, Gleitlager. Ich muss von unten ausgehen. Das heißt, ich gehe von 5 nach 4, da passiert nichts. Von 4 nach 3 und von 3 nach 2 habe ich 3 Xi 3 nach rechts und 3 Xi 2 nach rechts. Habe ich also minus 3 Xi 3 plus Xi 2. So, dann kann ich R3 ausrechnen. R3 ist die horizontale Verschiebung von Knoten 3. Ich gehe über 5 nach 4 nach 3
Und dann kann ich sagen, das ist minus 3xy3. Jetzt kann ich noch eine Bindungsgleichung aufstellen. Ich gehe von 5 nach 4 nach 3 nach 2 nach 1 und sage, dass die Vertikalverschiebung im Lager 1 0 ist. Das bedeutet, ich habe eine Bindungsgleichung, die sagt aus, dass 4xy4, ist also von 5 nach 4 gegangen, plus 4xy3, ist die Vertikalverschiebung des Knotens 3, minus 3xy2, ist jetzt die Vertikalverschiebung in 2, minus 3xy1 und dass das gleich 0 ist. So, jetzt kann ich die Kette 1 einwerfen und aus R1 gleich 0 folgt, aus R1 gleich 1 folgt xy1 ist gleich 1 Drittel. Jetzt kann ich R3 gleich 0 setzen, dann habe ich xy3 gleich 0. Dann kann ich, weil R2 gleich 0 ist, sagen, dass xy2 gleich minus xy3 ist, also ist xy2 auch 0. Und dann kann ich hier 4xy4 ausrechnen, plus 4xy3 ist 0, minus 3xy2 ist auch 0, minus 3xy1 ist minus 1 gleich 0 und ich bekomme 1 Viertel raus. Das kann ich jetzt also für alle drei Ketten machen. Ich kann die Kette 1, die Kette 2 und die Kette 3 auswerten und ich kann die Winkel xy1, xy2 und xy3 und xy4 aufstellen und dann bekomme ich eben im Prinzip eine Tabelle und diese Tabelle sieht dann im Prinzip so aus. Da habe ich dann jetzt gerade ausgerechnet 1 Drittel, 0, 0 und 1 Viertel. Dasselbe mache ich jetzt mit R2 gleich 1, R1 gleich 0 und R3 gleich 0. Weil R1 und R3 gleich 0 ist, kriege ich gleich 2 Nullen raus. Weil R2 gleich 1 ist, kriege ich dann den Winkel 2 raus. Und dann haben wir hier also eine 0. Dann haben wir hier minus 1 Drittel, hier eine 0 und hier minus 1 Viertel. Jetzt kommt die kinematische Kette 3. Da setze ich also R1 und R2 gleich 0 und R3 ist 1. Deswegen kriege ich xy3 gleich, ja, da kriege ich also jetzt raus eine 0, eine 1 Drittel, eine minus 1 Drittel und eine 7 Zwölftel. Damit können wir uns jetzt die verschiedenen Knotenverschiebungen ausrechnen. Wenn ich im Prinzip sage, ich habe hier eine Knotenverschiebung U1, ich habe hier eine Knotenverschiebung U2 und W2, hier eine U3 und W3 und hier eine U4, W4 und hier hätte ich, die beiden sind sowieso 0, U5 gleich 0 und W5 gleich 0 wegen Einspannung. Hier ist natürlich auch der W1 gleich 0. Die könnte ich also gleich weglassen. Die sind nicht da. Die kann ich jetzt alle ausrechnen. Und U1 und U2 ist natürlich der Freiheitsgrad R2, den wir schon ausgerechnet haben. Ich kann also jetzt sagen, U1 ist gleich U2. Und das war der Freiheitsgrad R2. Und das ist minus 3xy2 plus xy3. Also die Horizontalverschiebung von diesem Knoten und diesem Knoten besorge ich mir von unten. Ich gehe von 5 nach 4 nach 3 nach 2 und sage eben 3xy3 nach rechts, 3xy2 nach rechts. Und dann habe ich diese Formel da stehen. So, dann kann ich das W2 ausrechnen. Das W2 ist der Freiheitsgrad R1 und das ist 3xy1. Dann kann ich das U3 ausrechnen. Das U3 ist gerade der Freiheitsgrad R3 und den haben wir schon bestimmt als minus 3xy3. Jetzt kann ich das W3 ausrechnen. Das W3 ist die vertikale Verschiebung des Knotens 3 und die kann ich einmal von oben ausrechnen. Da kann ich also sagen, das ist 3 mal xy1 plus xy2 oder, wenn es mir lieber ist, kann ich es von unten ausrechnen, 4xy3 plus xy4. Entweder gehe ich also von 1 nach 2 nach 3 und rechne die Vertikalverschiebung aus oder von 5 nach 4 nach 3
denn in 1 und 5 ist die vertikale Verschiebung 0. Wenn ich U4 haben will, dann ist das natürlich 0 wegen dem Knoten 5. Und wenn ich W4 haben will, dann ist das 4 Xi 4. Ja, und natürlich ist U5 und W5 sind sowieso gleich 0. Damit könnte ich jetzt in den einzelnen Ketten die Winkel einsetzen. Und jetzt könnte ich also im Prinzip ausrechnen, U1, W1, U2, W2, U3, W3, U4, W4, U5, W5. Dann bekomme ich eine Tabelle, wobei die natürlich sowieso 0 ist. Und die Verschiebung im Knoten 1 vertikal, die ist natürlich auch gleich 0. Ja, wenn ich diese Tabelle aufstelle, dann könnte die ungefähr so aussehen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Wenn ich also U1 aufstelle, dann ist das 0, 1, 0. Wenn ich U2 aufstelle, 1, 0, 0. Wenn ich U3 aufstelle, ist das 0, 0, 1. Wenn ich W3 aufstelle, ist das 1, minus 1, 1. Wenn ich U4 aufstelle, 0, 0, 0. Wenn ich W4 aufstelle, 1, minus 1, 7 Drittel. Der Wert hier, der ist nochmal gesondert gefragt. Und W2. Da muss ich nochmal gerade 0, 1, 0 ist der U1. 1, 0, 0. Ist der W2. Und der U2 war gleich dem U1. Da habe ich einen Fehler drin. So. Jetzt hätten wir es. Ja, den 7 Drittel, der ist also getrennt nochmal gefragt. Das war also der Freiheitsgrad, die Kette 3. In der Kette 3 habe ich ja, wie gesagt, die Winkel Xi1 ist gleich 0, Xi2 ist gleich 1 Drittel, Xi3 ist gleich minus 1 Drittel und Xi4 ist gleich 7 Zwölftel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das W4 haben will, dann ist das W4 gleich 4 Xi4. Und das ist gleich 4 mal 7 Zwölftel sind 7 Drittel, sind 2,333. So, und jetzt geht es darum, ich will jetzt eben im Prinzip die Massenmatrix aufstellen. Ich will also aufstellen M11. Und dazu muss ich jetzt die Masse M1 mal nehmen. Mit U1, U1 und W1, W1. Einmal, um die Kraft zu bekommen, das ist M mal U2 Punkt. Und dann muss ich noch die Verschiebung haben, dann kommt das Ding halt nochmal rein. Das heißt, wenn ich den M11 haben will, dann müsste ich jetzt also U1, U1, den Term quadrieren und den Term hier quadrieren. Und da kämen natürlich 0 raus. In der Kette 1. So, wenn ich den... plus M2 mal U2 Quadrat plus W2 Quadrat plus M3 mal U3 Quadrat plus W3 Quadrat plus... Da muss ich aber große M's nehmen, das beziehe ich auf die großen M's. So, M1, M2, M3, M4, das wäre U4 Quadrat plus W4 Quadrat und dann habe ich plus M5 und der ist 0 Quadrat. Plus 0 Quadrat, die rührt sich nicht. Ich muss jetzt also im Prinzip die Masse M1 nehmen und dann muss ich im Prinzip
den U1 quadrieren und den W1 quadrieren. Dann muss ich eben im Prinzip die Masse M2 nehmen und dann muss ich die beiden hier quadrieren und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen kann ich sagen, ist das jetzt gleich M1 mal 0 plus, haben wir das hier drunter, M2 mal 1 plus M3 mal 0 Quadrat plus 1 Quadrat plus M4 mal 1. Also M2 plus M3 plus M4 und ich habe den M1 1 raus. Das ist jetzt also auf die verschiedenen Massen bezogen. Und das bezieht sich auf die, ich könnte das auch hier römisch 1 nennen, das bezieht sich also auf die Ketten. Ich bin jetzt nur in der Kette 1 unterwegs. Wenn ich jetzt M22 aufstellen will, das müsste eigentlich M22 heißen, dann könnte ich jetzt also sagen, ich muss den quadrieren und den quadrieren. Dann habe ich M1, dann muss ich den quadrieren und den quadrieren, dann habe ich M2. Dann habe ich M3, dann habe ich M4, habe ich den M22. Wenn ich den M33 ausrechnen will, dann ist der erste 0, der zweite 0, ja und so weiter. Ich muss jetzt also im Prinzip, wenn ich den M33 ausrechnen will, dann ist das jetzt also M1 mal 0 plus M2 mal 0. Plus M3 mal 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist 2. Plus M4 mal 7 Drittel zum Quadrat. Plus M5 mal 0. Wenn ich den M12 ausrechne, dann muss ich im Prinzip die 0 mit der 1 und die 0 mit der 0 malen. Ich muss jetzt also die erste mit der zweiten Spalte mal nehmen. So. Dann habe ich also im Prinzip, wenn ich mir das hier angucke, 0 mal 1 und 0 mal 0, habe ich M1 mal 0. Jetzt gucke ich mir die nächsten an. 0 mal 1 und 1 mal 0, habe ich wieder M2 mal 0. Jetzt gucke ich mir die an. Dann 0 mal 0 und minus 1 mal minus, dann habe ich minus M3. Das ist jetzt also die 1. Mit der minus 1 mal genommen. Jetzt gucke ich den hier an. Das wäre minus M4. Und M5 gibt es sowieso nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel M13 haben will, dann muss ich eben die 0 mit der 0 und die 0 mit der 0. Das heißt, wir haben wieder M1 mal 0. Jetzt kann ich 0 mal 0 und 1 mal 0 ist 0. 0, 1, 1, 1, das heißt, hier kommt jetzt endlich was rein. Das heißt, wir haben hier M3, 0, M2 plus M3. So, und dann kann ich gucken beim 4, 0 mit 0 und 1 mit 7 Drittel, 7 Drittel M4. Und M5 kommt wieder nicht vor. So, dann haben wir noch M2, 3. Das ist dann die zweite mit der dritten Spalte. 1 mal 0 und 0 mal 0 gibt also 0. Deswegen wieder M1 mal 0. Jetzt habe ich 1 mal 0 und 0 mal 0. Das gibt kein M2. Dann habe ich 0 mal 1 und minus 1 mal 1 gibt minus M3. So, und dann, das waren jetzt also der mit dem und der mit dem. So, jetzt 0 mal 0 und minus 1 mal 7 Drittel sind minus 7 Drittel. Minus 7 Drittel mal M4 und der M5 kommt sowieso nicht. Ja, so stellt man die also im Prinzip auf. Ich wiederhole nochmal, was man allgemein macht. Man hat die Freiheitsgrade R1, R2 und R3 gegeben. Da geht man mit der Kistenregel hin und stellt die jetzt zum Beispiel von der Einspannung 5 auf. Oder wenn die vertikalen Freiheitsgrade aufgestellt werden, kann man auch vom Knoten 1 ausgehen. Dann stellt man eine Bindungsgleichung auf.
Vertikalverschiebung von 5 nach 4 nach 3 nach 2 nach 1. Dann hat man drei kinematische Ketten, wobei man die Freiheitsgrade 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1 nimmt. Dann kann man mit diesen Gleichungen die Xis ausrechnen. Und mit den Xis kann man dann die horizontalen und vertikalen Verschiebungen von sämtlichen Massen ausrechnen. Wenn ich jetzt den M1 suche, dann muss ich die horizontalen Verschiebungen quadrieren und die vertikalen Verschiebungen quadrieren von den jeweiligen Massen. Und dann kann ich die Massen M1, M2, M3, M4, M5 zusammenzählen. Wenn ich einen M1,2 ausrechnen will, dann muss ich die horizontale Verschiebung aus der Kette 1 nehmen und die horizontale Verschiebung von der Kette 2 von der jeweiligen Masse, die beiden miteinander zu multiplizieren. Das wäre also zum Beispiel, wenn ich das in der Tabelle darstelle, 0 mal 1 plus 0 mal 0, 0 mal 1, 1 mal 0, ja, 0 mal 1, 0, 1 mal minus 1, dann habe ich also die Masse M3 mal minus 1. Man sieht also, wenn man die Tabelle vernünftig gemacht hat und fehlerfrei gemacht hat, kann man sehr schnell aufstellen. Natürlich hat man in der Tabelle einen Fehler, dann werden sämtliche Werte ruckzuck falsch. Ja, damit habe ich die Massenmatrix aufgestellt und bin mit der Aufgabe fertig. Also am besten in einer Tabelle aufstellen, drei kinematische Ketten, die Stabdrehwinkel ausrechnen mit den entsprechenden Gleichungen. Als Tabelle Xi1, Xi2, Xi3, Xi4. Dann die Verschiebung der Massen M1, M2, M3, M4 und M5 aufstellen, horizontal und vertikal mit der Kistenregel. Ja, und dann eben die Masse M1 mal die U1² und W1², die Masse M2, U2² plus W2² und so weiter, was sich kompliziert anhört. Das ist aber dann meinetwegen 0² plus 0², 0² plus 1², 0² plus 1², 0² plus 1², 0² plus 0². Sieht man sofort, ist die Masse M2 und ist die Masse M3 und die Masse M4. Ja, so kann man das sogar im Kopf aufstellen und ist dann relativ fix. Ja, das wäre soweit alles und damit wäre das Video zu Ende.